Dies Academicus. Sport, Spaß und Sonne satt. Seit Jahren ist dieser Tag für die Göttinger Studenten Kult. Wir von Univision waren live mit der Kamera dabei und wollten wissen, was begeistert euch am Dies? Euch erwarten sonnenbadende Zuschauer, schwitzende Sportler und viele fleißige Helferlein. Dies ist super heute. Also schönes Wetter, kann man nicht anders sagen, ne? Wenn man überlegt, von einem schlechten Wettertag auf so einen Tag verlegt, herzlichen Glückwunsch an das Organisationsteam. Ich bin hier, ich bin Gewerkschaftssekretär von Beruf bei der Gewerkschaft Verdi. Ich nutze den Dies einmal natürlich, um Spaß zu haben. Aber mir wurde auch gesagt, Gewerkschaften müssen nah an den jungen Leuten dran sein, gerade im Jugendbereich. Und hier habe ich die Möglichkeit, zum einen Studierende mal näher kennenzulernen, aber auch die Auszubildenden von der Universität, die hier dran teilnehmen. Die unterstützen wir unter anderem mit Trikots. Und deshalb kombiniere ich quasi Spaß und Beruf gerade. Also heute auf dem Dies ist einiges los. Wir merken das hier auch beim Verkauf. Ich glaube, es ist auch durch der Hitze geschuldet natürlich. Wir haben hier kalte Getränke, da kommen die Leute gerne mal vorbei und trinken auch mal hier ein Bier, nicht nur das Selbstmitgebrachte. Also bisher lief es ganz gut. Wir merken jetzt aber, zum Nachmittag hin wird es einfach immer mehr und die Leute haben richtig Lust, hier auf dem Dies zu sein. Balkaida. Warum so ein Name? Es ist wie soll man, eine Parodisierung von dem Namen Al-Qaida. Das dachten wir, passt zum Seminar der Arabistik. Und Sie sind professioneller Trainer? Kann man sagen, auf Wunsch meiner Studenten schon. So, Sie unterrichten bei den Studenten? Ja, genau. Das sind meine Studenten und die haben mich ernannt als Trainer diesmal. Und wir haben uns, sagen wir so, seelisch vorbereitet. Und bis jetzt ging es gut und wir sind Tabellenführer bis jetzt. Hallo, mein Name ist Dr. Jan-Philipp Schüttrumpf, ich bin aus der Uniklinik aus Göttingen, aus der Unfallchirurgischen Abteilung. Bin zusammen mit einem Pfleger hier heute für die medizinische Betreuung der Sporttreibenden da. Und wir haben noch Unterstützung durch die Johannita, da sind noch vier freiwillige Helfer vor Ort und helfen halt mit. Die Hitze macht sich heute sehr bemerkbar an diesem Tag, also wir hatten schon zwei, drei Patienten, die einen Hitzekollaps hatten und dann noch in die Uniklinik geschickt wurden. Viele trinken halt zu wenig, treiben Sport, trinken vielleicht noch Alkohol dazu. Und ansonsten haben wir die üblichen Sportverletzungen wie Sprunggelenksdistorsion, Knieverdrehtraum, Platzwunden und so weiter. Ich bin Yannick Freiberg, ich bin im Hochschulsport tätig, bin beim Dies, weil ich hierzu verdonnert wurde eigentlich. Aber eigentlich, weil es mir so viel Spaß macht. So viele Studenten hier, macht immer viel Spaß. Sehr gutes Wetter, ein bisschen zu heiß,